Hi, ich bin Emma. Ich bin Fünftklässlerin des Helene-Lange-Gymnasiums. Ich bin hier, weil auch viele meiner Freunde hier sind. Hey, ich bin Eva. Ich bin auch Fünftklässlerin der Hela. Ich bin hier, weil ich diese Schule toll finde. Und wir möchten euch heute unsere Schule zeigen. Los geht's! Das ist einer unserer drei Informatikräume. Hier macht ihr Recherche und könnt ab der 8. Klasse Informatikunterricht bekommen. Ihr werdet eure eigenen Roboter bauen und programmieren. Die fahren dann ganz von selbst durch die Arena und ihr guckt, wessen Roboter die Aufgaben schneller löst. Ab der 9. Klasse lernt ihr sogar eigene Computerspiele zu schreiben. In diesen Räumen habt ihr meine Lieblingsstunden. Meinst du etwa Biologie? Genau, Biologie ist cool. Ich mag die vielen Tiere, die wir kennenlernen. Wir haben ja auch viele Modelle von Tieren. Hier macht eine Klasse gerade eine Gruppenarbeit. Jede Gruppe stellt ein anderes Tier vor. Dazu gehören natürlich auch die selbstgemachten Plakate. Das ist unser Kunstraum. Hier könnt ihr eure Kreativität freien Lauf lassen. Am meisten hat mir das Töpfern gefallen. Die Schalen und Figuren werden dann im Ofen gebrannt und danach bemalt. Natürlich dürft ihr eure Sachen auch mit nach Hause nehmen. Letztens haben wir eine Eiskönigin mit Tusche gemalt. Das war lustig. Ja, oder die Fantasietiere, die wir mit Feder und Tinte gezeichnet haben. Die neuen Räume im Stabsgebäude sind der Hammer. Eigentlich sind dort nur die Oberstufenklassen zu finden. Aber wenn ihr Physik habt, ab der 6. Klasse dürft ihr auch dorthin. Die Ausstattung ist super. Die Räume haben keine Tafeln mehr, sondern Smartboards. Das sind riesige Touchscreens. Das macht total viel Spaß. Aber um auf den Physikunterricht zurückzukommen. Vor allem macht ihr viele Experimente. Lasst euch einfach überraschen. Oh, die Helateria. Ja, hier gibt es in den Mittagspausen immer leckeres Essen. Brötchen, Pizza, Laugenstangen, Sandwiches oder im Sommer sogar Eis. Aber in den Pausen kann man sich hier auch mit Snacks versorgen. Und vergiss nicht das Schulfrühstück zweimal in der Woche. Nein, natürlich nicht. Der Andrang in der Pausenhalle ist immer ziemlich groß, aber es ist zum Glück genug für alle da. To stop the train in case of emergency, just pull on the chain, pull on the chain. Penalty for improper use, £5. Viele sagen, Musikunterricht wäre langweilig. Aber das stimmt doch nicht. Ich finde, das macht viel Spaß. Es wird viel gesungen, hin und wieder auch aktuelle Lieder. Ihr spielt Instrumente alleine und mit anderen zusammen, bis ihr wie ein großes Orchester seid. Wer ganz besonders viel Spaß am Singen oder an einem Instrument hat, kann beim Unterstufenchor oder beim Schulorchester mitmachen. Da werden auch größere Projekte erarbeitet, wie zum Beispiel unser Hela-Musical. Wer Lust hat, kann sogar an Aufführungen teilnehmen. Unsere Aula. Hier findet zum Beispiel die Theater-AG statt, in der ihr Theaterstücke probt und vorführt. Die Chöre und das Orchester üben auch oft hier. Und natürlich treffen wir uns hier zu Veranstaltungen und Besprechungen. Sie ist zwar nicht sehr groß, aber sehr, sehr gut ausgestattet. Wir haben sogar eine Orgel. Ab und zu gibt's ja auch Konzerte. Bonjour, moi je m'appelle Malika, je suis de Paris. Bonjour. Bonjour, messieurs. Asseyez-vous. Qui est-ce? Gerne. Auch der Französischunterricht macht allen viel Spaß. Sur la terre.
Hier lernt eine Klasse gerade auf Französisch zählen. Wir haben noch gar nichts zum Sport gesagt. Oh ja, wir haben zwei Sporthallen. Bei schönem Wetter wird draußen Sport gemacht. Einmal im Jahr veranstalten wir ein Turnfest. Da gibt es die Disziplin Bodenturn, den Barren, Sprung über den Kasten oder den blauen Elefanten oder den Sprung über den Bock. Außerdem gibt es noch das Reck. Ich freue mich schon ganz doll auf den Schwimmunterricht nächstes Jahr. Am Ende gibt es auch immer ein Schwimmfest. Da wird auch Wasserball gespielt. An unserer Schule gibt es auch ein breites AG-Angebot. Da wäre zum Beispiel die Ruderriege. Wenn ihr Wasser mögt, seid ihr dort genau richtig. Die Hela hat ihr eigenes Bootshaus direkt an der Eider. Dort lernt ihr rudern und als Team zusammenzuarbeiten. Wir haben an der Hela sogar eine Sanitäts-AG. Und unsere eigene Schülerzeitung. Da kann jeder mitmachen und Artikel schreiben. Das hier ist das Sekretariat. Hier wird euch geholfen, wenn ihr Probleme habt. Oder wenn ihr euch verletzt habt und einfach mal ein Pflaster braucht. Oder wenn ihr was verloren habt. Unser Atrium. Sehr idyllisch. Ja, es lädt zum Entspannen und Ausruhen ein. Der Hela-Lauf am letzten Schultag vor den Sommerferien hat eine lange Tradition. Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr 1,9 Kilometer, 2,9 Kilometer oder sogar 5 Kilometer laufen wollt. Am Ende bekommen die Sieger eine Medaille. Besondere sportliche Leistungen aus eurer Freizeit werden auch geehrt. Hier hinter uns wird in den Pausen regelmäßig Fußball gespielt. Und das ist unser Klettergerüst. Was wir auch nicht vergessen dürfen, ist der Weihnachtsbazar. Ja, der ist toll. Die ganzen Basteleien der Klassen, die Kekse und der Kuchen. Die Weihnachtsmusik, die schöne Atmosphäre und die ganzen Leute, die kommen. Und nicht zu vergessen, das ganze Geld, das wir einnehmen, wird in ein Kinderheim in Benin gespendet. Das ist jedes Mal ein fünfstelliger Betrag. Das ist die Hela. Das ist unsere Schule. Und jetzt habt ihr einen kleinen Eindruck unserer Schule bekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Hoffentlich können wir euch nach den Sommerferien hier begrüßen. Und noch viel Spaß bei euren Aktivitäten.